Hallihallo, willkommen zurück zu einem neuen Video. So, ich stelle euch erstmal meine Farben vor. Das erste ist Cherry Blossom, ein rosa Mica von Laura's Art Corner. Meine zweite Farbe ist das Angel White. Das habe ich gemixt mit dem Baby's Breath. Und meine dritte Farbe ist wiederum das Angel White. Und das habe ich dann mit dem Cherry Blossom gemixt. Und das ist mein Glitter Mix, das English Rose. Und ich habe da noch ein paar Glassteinchen mit reingemixt. All die Artikel sind von Laura's Art Corner. Ich verlinke Laura in meine Beschreibungsbox. Da ist auch eine E-Mail-Adresse. Wenn ihr Fragen an Laura habt, könnt ihr die einfach anschreiben. Und ja, sie beantwortet euch alle Fragen. So, ich habe jetzt mein Harz in meine Form gegeben. Das Harz ist das Art Pro von Resin Pro. Ist ein Harz mit mittlerer Viskosität und es hat eine relativ lange Verarbeitungszeit, ich glaube von 90 bis 120 Minuten, und da könnt ihr schon schöne Effekte mit erzielen. Hab das Harz allerdings in einem warmen Wasserbad angerührt, damit da nicht so viele Bläschen sind, weil wir befinden uns ja noch im Winter. Und ich finde, dann ist es immer etwas besser. So, ich gebe jetzt mein Mica, also mein Pigmentpulver-Mix, das Rosé, praktisch am Rand entlang in die Form. Ich mag es ja immer mit viel klarem Harz zu gießen. Und dann gieße ich am Rande von dem hellen rosa Mica meinen Weißmix. Und das Ganze fülle ich dann hinterher auf mit klarem Harz. Ihr seht das jetzt gleich. Ja, die Herzform ist von Modes and Shapes. Das ist die Untersetzer-Halterform von Modes and Shapes. Und ich habe gedacht, die bietet sich an für eine kleine, schöne Schale. Ich möchte auch diese Art Puffy-Effekt, also praktisch wie so Zuckerguss, erreichen, weil ich denke, das sieht bestimmt gut aus. Und mit diesem Baby's Breath, mit dem Mica von der Laura, kann man diesen Effekt erzielen. So, jetzt nehme ich mir meinen Mica-Mix oder meinen Pigment-Pulver-Mix und gehe nochmal am Rand entlang ein paar Runden. Mal eben schnell mit dem Bunsenbrenner, da bitte immer wieder vorsichtig sein, nicht, dass ihr euch das Harz verbrennt. Und dann nehme ich mir jetzt mein Weißmix nochmal und gieße dann genau auf den Rosa-Mix, genau am Rand entlang. Ja, da war ein bisschen viel Harz für meinen Geschmack in der Mitte, deswegen habe ich das so ein bisschen runter. Ja, praktisch mit dem Dotting-Tool ein bisschen verteilt, runterverteilt. So, und jetzt nehme ich mir meinen Glitter-Mix, gebe mir das in die Mitte der Form hinein. Und dann mache ich mir praktisch so eine Art Herzform in Glitter. Ich habe mit Absicht dieses English Rose Glitter von der Laura genommen, weil ich weiß, er schwimmt hinterher an der Oberfläche. Also es wird später das Harz, so ein bisschen das farbige Harz auseinanderdrücken und dann praktisch im Hintergrund oben auf der Oberfläche schwimmen, sodass man wirklich einen schönen 3D-Effekt kriegt. Aber das werdet ihr später nochmal sehen. Aber das ist der Grund, warum ich dieses English Rose genommen habe, weil mit diesem Glitter kriege ich diese Effekte hin. Ja, die Form ist die Herzform, hatte ich ja schon erwähnt, von Modes and Shapes. Ich verlinke Modes and Shapes auch in meine Beschreibungsbox. Schaut einfach mal bei Modes and Shapes vorbei, die haben jetzt auch wieder ganz, ganz tolle Formen. So viel ich weiß, ist jetzt auch die rechteckige Form mit im Webshop. Und ja, die sind einfach einmalig. Also die Designs sind richtig toll.
So, jetzt nehme ich mir praktisch meinen hellrosa Mix mit der Pigmentpaste und gieße mir praktisch wie so Art bei den Blumen, halt nur in der Herzform, mein Herz. Ja, ich hoffe, dass das halt von außen dann wirklich das Ganze so am Rand so ein bisschen schließt. Und wie gesagt, ich möchte diesen Puffy-Effekt erzielen. Und nochmal eben kurz mit dem Bunsenbrenner. Und dann nehme ich mir noch ein bisschen von meinem Glitter und sehe zu, dass ich mir das Herz noch so ein bisschen mehr forme. Jetzt, wo ich das Video sehe, sehe ich, dass es nicht ganz gerade ist, mein Glitterherz. Aber Gott, es ist Handarbeit. Es ist, ja, da kann nicht alles perfekt sein. Jetzt nehme ich mir noch meinen Pigmentpulvermix, das Rosane, und gieße zwischen den Lagen mit dem hellen Rosa mit der Pigmentpaste. Ich bin heute so ein bisschen durcheinander. Ich hoffe, ihr könnt mir also alle folgen. Aber ich bin momentan gesundheitlich ein kleines bisschen angeschlagen. Deswegen auch meine Stimme. So, das ist jetzt der nächste Tag. Ich kann entformen, kann mir das Ganze aus meiner Form holen. Und ihr seht schon, dass das Glitter sich wirklich verteilt hat. Ne? Es hat auch das Harz so ein bisschen zur Seite geschoben. Und ich bin echt mal gespannt, wie der Effekt auf der anderen Seite aussieht. Und schaut mal. Sieht das nicht aus wie so ein Zuckerguss? Also mir gefällt das unheimlich gut. Es ist halt nicht so strukturiert wie sonst. Und ich finde das total toll. Ne? Also das hat auch eine Tiefe, das ist Wahnsinn. Jetzt drücke ich mir das Ganze noch in meine Schale rein. Und dann zeige ich euch jetzt gleich auch das Endergebnis. Habe mir noch den Rand Silber angemalt, weil ich habe gedacht, das passt ganz gut. Und schaut mal, ich bin wirklich zufrieden mit dem Effekt. Ich hoffe, euch hat das kurze Video gefallen. Würde mich über einen Daumen hoch freuen, auf jeden Fall über einen Kommentar. Ich liebe eure Kommentare. Und ich sag mal, bis zum nächsten Video. Danke fürs Zuschauen, eure Petra. Tschüss.